Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Landersum im Münsterland. Servus. Hallo. Okay, dann wollte ich nicht weiterreden, glaube ich. Dann erwähne ich euch halt nicht, passt schon. Ja, wie war da 10 Minuten Pause zwischen? Ich wollte gerade sagen, zusammen mit Luke hast du Servus geflärt, also. Ja, du hast wie gesagt 10 Minuten gar nicht gesagt. Ich hab mich einfach nur angeschlossen. Weißt du was? Du tust bei der Aufnahme so lang nichts sagen, aber Hauptsache, wenn jemand was redet, Servus, irgendwas reinschreien. Hauptsache, in die Luft scheppert. Ich hab mich halt einfach nur gemeldet, ja. Ja, und warten, bis du dran bist, das tust du nicht. Nö, du wolltest ja nichts mehr sagen, du warst schon fertig. Nee, ich hab doch nicht geredet. Nein, du hast eine so lange Sprachpause gemacht. Hä? Doch. Dies war's very long. Ich weiß ja nicht, was bei dir lang ist, aber 2 Sekunden ist für mich nicht lang. Für mich schon. Ja, ich merk's. Aber andere Interpretationsverhältnisse. Für dich scheinen ja auch 20 cm lang zu sein. Kommt drauf an, bei der Pommes fände ich das schon sehr lang. Die sind euch meistens ziemlich kurz. Selbst da finde ich 2 cm ganz schön kurz. 20? Hast du gerade das? Ja, 20 wären lang, ja. Ach, ist doch egal. Tu das, was du am besten kannst, halt's Maul. Bist du der Hoga-Profi drin? Und Erik gleich wieder, was seid ihr denn heute zu salzig? So sowieso. Ihr seid ja wohl salzig. Erik, du hast uns noch nie erlebt, wenn wir wirklich salzig waren. Dann beschwörst du richtig Jod, Salz oder mehr. Wie viel? 240 kann deine, ne? Zentimeter? Mein hat 240, ja. Du nicht mehr, oder? Was ist? Gibt doch nicht mehr, oder? Nee, ja, es gibt ja welche, die es nicht können. Meine ich zumindest. Weil du hast ja quasi fast die größte Standardpresse, die es gibt. Ja, stimmt. Und was macht diese Ballenstapeln? Ah! Ballen umschmeißen. Ich muss meine 3 Heuballen ja sicher heimfahren hier. Ja. Eine dicke Ernte. Mhm. Da kann ich ein Jahr durchs Kuh. Kann ich ein Jahr durchs Kuh füttern, genau. Ist der stramm, der Kerl. Ein Jahr durch die Kuh füttern. Kann man helfen, Erik? Überleg gerade, was ich machen kann. Weil du wieder ins Feld. Skript. Weil du das Feld wieder vorne weggepflügt hast, schau. Ja, ich bin am Überlegen, was ich wohl ansehen kann. Ja, auch noch nicht. Ich kann noch was Wartbettvorbereitung machen. Ja, das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Was? Ich bin am Zaun hängen geblieben. Look, it's been real time. Ist das so? Mhm. Schön! Das ist ja voll der Luxusstall hier, die haben ja sogar Auslauf. Ja. Aber die Baugenehmigung hatte ein bisschen Probleme.
Du hast ihn auch. Achso, du fährst so viel. Das wird sportlich. Was denn? Hier von hinten rein zu fahren. Was, von hinten rein? Da kann ich fahren. Kann, mit dem Tandem. Das ist auch ohne Probleme machbar. Das war Heu 240. Ja, ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Also du bist von einer Minute bei mir noch über den Hof gelaufen. Vor einer Minute. Oder vor 10 Sekunden. Gefühlt gerade eben. Bayerisch wird. Flüssigdünger tanken. Ja, was gibt's bei dir zu essen? Was ist das? Bei mir gibt's Tortellini mit so einem Ministück Fleisch und Gurke. Geil. Vorspeise, sagst du. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Das habe ich nicht bestritten, aber. Was wirklich gut ist, dass der 400er die Bügel ohne Probleme bedienen kann. Erik, brauchst du Raps oder Weizen? Weizen habe ich. Warum so? Ich weiß halt, bei den Schweinestellen steht halt nicht bei, was was ist. Es steht nur Proteine und so weiter und so fort. Zählt Raps als Proteine? Hm? Raps zählt doch eigentlich als Proteine, oder? Ölfrucht. Hast du Ölfrucht nicht dort bestehen? Nein. Aber hört Basisfutter, Getreide, Proteine, Wurzelfrüchte. Und woher weißt du dann, dass unter Basisfutter so Kuhmilch fällt? Weil das in der Standardschweinestellen so ist. Wir haben Grund zu feiern! Haha. Ich habe aber auch hier ja Mais, Sonnenblumen und Sorgemirse auf Felder. Und Zuckerrüben. Und Zuckerrüben. Dann laden wir mal Pflanzenschutz. Kann man die Spritze direkt befüllen. Ich kann dir Getreide und Dings anbieten, was zum guten Preis. Ja, Getreide habe ich ja schon. Ja, da sind ein paar Liter da. Sehe ich mit einem Anhänger voll gewesen. 35.000. Ja, ja, aber das ist 35.000 Liter. Ja,
Das würde ja schön gar nicht reichen. Ich weiß ja nicht, was du schweinemäßig vorhast. Ja, ich fange ja jetzt erstmal langsamer. Ganz. Was hast du? Weizen und Raps. Raps, ne? Unser beide sind eine Menge, wo du nicht drankommst. Wenn du ein bisschen mehr kriegst, als du momentan verkaufen könntest. Ja. Reicht dir das? Kommt drauf an, bei welcher Frucht? Bei beiden. Muss ich schauen, warte kurz. Weil ich muss ja nicht verkaufen wegen der Adalaplast, das ist ja jetzt eingelagert, weißt? Ich habe ja nichts mehr zum Ernten. Ja. Sie sagen, ich mach mal, überleg dir mal einen realistischen Preis. Also, wo du sagst, das ist okay für beide Seiten, dann. Nee, du musst sagen, was du zahlen würdest. Was ich zahlen würde? Mhm. Damit wir die ganze Zeit hin und her falschen können. Entweder sag ich ja oder nein, fertig. ...1,6 für Raps. Mhm. ...900 für Weizen. Mach mal 1,8 für den Raps und die 900 für Weizen. Ja. Passt? Ja. Soll ich liefern? Nee, ich hole gleich einen Anhänger. Wobei ich beim Getreide dir nicht, also bei Weizen nicht sagen kann, wie viel ich die wirklich da weghole, weil ich da ja was drin habe. Ja. Weil ich mache einfach von beiden wahrscheinlich einfach einen Container und dann passt das. Ja. Sag Bescheid, wenn du da bist, dann lade ich dir auf. Oh. Wo geht das hier hinten noch so viel Raps steht? Hä? Dass hier hinten noch so viel Raps steht? Mir ist auch gerade aufgefallen, aber da du da auch nach meinem Dreschen nichts sagtest, mir ist auch gerade aufgefallen. Nein, ich habe jeweils gesagt, ob die Felder so passen. Das stimmt, ich habe extra nachgefragt. Ich hab's auch nicht gesehen, das ist wohl, ne? Entschuldigung, ich bin von dir nur Top-Arbeit gewohnt. Ja, wie gesagt, ich hab's auch gerade erst gesehen. Ja, fast schon. Und dafür wollte ich nie mit dem Drescher hier hängen geworden. Ich vermute mal, das ist nicht im Preis inbegriffen, deswegen. Ne. Ich find's gut, dass das Feld hier so nah am Hof ist. Ja, das fallen ja so ein Riesending auf. Kann er sich seine BGA draufbauen? Aber nicht. Das ist natürlich kein, immer noch kein Baugrundstück ist. Wenn er es auf seinen Hof kriegt, dann. Wenn ich einen kompletten, Hof, wenn ich einen kompletten Hof dafür abreiße, würde ich zurückkommen. Was ist denn so ein Drecksvieh? Auch nochmal. Lass mich raten, zu viel. Nö, es geht sogar. Also. Ja, eine platzierbare, ja, geht voll, stimmt. Nee, nimm die von Pumps and Hoses, da kriegst du mehr durch und kriegst mehr Geld für. Naja. Meinst du die von Stahlkamp? Nee. Doch. Die selbstbaubare meinst du? Ja. Ja. Dann nimmst du die. Das war ja auch die, die ich auf irgendwo in Thüringen hatte, keine Sorge, Erik.
Naja. Davon die ganz, die ganz große. Ja, und vor allem du kannst halt danach, weißt du, wenn du so ein bisschen, wenn du mit, auch wenn du mit einer kleinen anfängst, weißt du, kannst dich immer steigern, ohne Limit. Das ist halt das Gefährliche bei dem Ding. Da geht halt auch wenigstens was durch, weißt du, bei den Standarddingen geht ja gar nichts durch. Weißt du, was das Lustige an der Dings war? Ich hatte im Frühjahr, habe ich mit dem Güllefahren angefangen, ich habe die Gülle nicht wegbekommen, also die Gärreste. Ich glaube, ich habe bei der irgendwo in Thüringen, habe ich, lass mich lügen, ich glaube 3 oder 4 Millionen Liter Gülle rausgeballert und die Grube war immer noch halb voll. Ja. Und ich habe hier mit Verschlauchung Gülle gefahren, weil ich zu voll war mit den Fesseln hin und her zu fahren, deswegen habe ich da, weil die Felder, die direkt um Hof waren, Pumpe hingestellt und alle Abfahrt. Ja, ne, ich denke, dass nur, wie gesagt, die auf der Karte ist momentan, weil sie nicht preistechnisch, weil sie nicht doch eindeutig zu hoch. Ja. Für dich, du Geringverdiener. Wie geil ist immer das, noch, dass nur einfach gefühlt einen Hof hat, der einfach, den er einfach anklopfen kann. Das hast du zwei sogar, um noch zu sein. Ich habe schon das eine ist ja, glaube ich, sogar ein Hof, ne? Ja, das eine, wo krass das eine ist ja wenigstens. Das eine ist ein Hof. Ich habe schon überlegt, wenn wir jetzt wirklich sagen, dass wir die mit umbauen. Ich lasse einen geschäftlichen Kredit aus und kaufe den Hof den zweiten noch dazu, dass ich die vielleicht zusammenbauen kann. Ja, ja, ich rede halt immer noch auf, dass ich kein einziges Fahrsilo habe und der Hof hat zwei Fahrsilos, weißt du? Ja, dann würde ich natürlich eure Höfe auch auf eure Wünsche umbauen, also. Was, dann würdest du? Dann würde ich eure Höfe auch auf eure Wünsche umbauen. Achso. Außer er hat gesagt, er ist so mit seinem Hof aktuell zufrieden, dann. Ein, zwei Objekte einfach nur runter. Ja, das ist. Das sollte, wenn das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, sollte das ein kleines Problem sein. Bei Luki weiß ich, dass es eventuell mit ein, zwei Hallen zu machen gibt da. Oder Lucky? Ja. So, wenn ich das wirklich machen sollte, dann würde es Sinn machen, dass ich auf das Feld Maisballer zum Häcksel, weil das halt wirklich direkt am Hof ist. Yep. Wenn ich das nicht mache und weiterhin alles mit Beinen mache, dann brauche ich kein Mais, weil die Kapazität habe ich nicht, um die Silagebeine einzulagern. Würde man das denn echt eigentlich mit GPS pressen, jetzt mal eine dumme Frage? Nein. Nee, aber da hat man doch wahrscheinlich so oder so trotzdem andere Systeme, wo man gerade bleibt oder nicht? Nein. Okay, nee. Hätte ja sein können, weiß ich nicht. Ein Bulldog fährt also, ja vom Prinzip geradeaus. Ja, schon auch wieder. Zumindest sagen wir es so besser als im NS. Ja, und beim Pressen bist du zum Teil so schnell unterwegs, dass da mit GPS und so überhaupt nichts geht. Wer ist ja, wie schnell fahren die? Mit 20. Kommt drauf an, wie, aber 20 sowas können die schon durchheizen. Dann hast du zum Teil so verwinkelte Felder, wo du dann rückwärts in so eine Fahrt, erstmal 5 Kilometer gefühlt rückwärts so ein Feld hinterfahren musst. Hat dir letztes Jahr ein Bild von geschickt oder dieses Jahr, wo der Xerion mit der umgedrehten Kabine unterwegs war, zum Rückwärtsfahren. Weil dann nämlich 300 Meter musste in der Wiese rückwärts reinfahren, weil das war eine Schwart. Und der hat halt vorwärts gepresst hinter und dann musste halt rückwärts wieder rausfahren von da hinten. Wobei ich es wahrscheinlich an seiner Stelle andersrum gemacht hätte, dass ich nicht den Beinen ausweichen musste, die da drin liegen. Und Schleiber. Was?
schneiden, ne? Echt. Warum? Nee, Tim hat mich in seinem neuen Beitrag markiert. Ja. Der ist wieder in Maless angekommen, glaube ich. Na, der dich privat markiert, oder was? Ja. Der ist richtig nötig, Alter. Du bist übrigens dran, wenn du möchtest, wa? Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus. Tschüss.